you transcend and experience pure consciousness. Egal wie groß unsere Bewusstseinskugel ist, sie dehnt sich aus. Aus dieser tiefsten Ebene können wir Zustände erreichen, die allesamt positiv sind. Unendliche Intelligenz, unendliche Kreativität, unendliche Glückseligkeit, unendliche Energie, Liebe und Kraft. Ich hatte so viel Wut, Anspannungen und Stress in mir, wie jeder Mensch. Aber nur nach 2 Wochen des inneren Eintauchens war diese Wut auf so beiläufige Weise verflogen, dass ich es gar nicht merkte. Meine damalige Frau war ganz erstaunt. Was ist los mit dir? Ich wusste gar nicht, was sie wollte. Sie fragte, wo ist deine Wut hin? Aus meinen Erfahrungen beim Meditieren weiß ich, dass Frieden möglich ist. Ich praktiziere seit vielen Jahren Ashtanga-Yoga. Am Ende einer Ashtanga-Sitzung sitzt man still da und erreicht dabei einen Alpha-Zustand. Der war bei mir zwar nie so tiefgehend wie bei meiner Ayahuasca-Erfahrung, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man das damit genauso erreichen kann, wenn man es nur oft genug macht. Ebenso durch Fasten, Meditation oder dergleichen. Es geht bei allem darum, zu einem Bereich des Gehirns vorzudringen, wo man Zugang zu einer Vorstellung von Unendlichkeit bekommt. Das ist das eigentliche Ziel. Bewusst und im Einklang mit der Natur zu leben, sich ihre Intelligenz zu eigen zu machen, darum geht es uns. So erkennt man die unglaubliche Masse an Wissen, Weisheit und Informationen, welche die nichtmenschliche Welt bereithält. Dann geht es uns in Fleisch und Blut über, dass wir sorgsam mit ihr umgehen müssen, sie beschützen müssen. Etwas anderes haben wir nicht. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Ich habe mich in einem Ökodorf in Oregon mit Permakultur befasst. Erzählst du uns, wieso und wie es dazu ging? Ja, ich habe mich dazu entschlossen, weil in meinem Leben eine tiefgreifende Phase der Veränderung stattgefunden hatte. Und nachdem ich das alles hinter mir hatte, wollte ich wortwörtlich auf den Erdboden zurück. Als ich dort ankam, musste ich erst mal ein paar Tage Ziegenscheiße schaufeln. Und das hat so gut getan. Ich habe gespürt, das ist haargenau das, was ich in diesem Moment machen will. Die Permakultur versteht sich als ein wissenschaftliches Gestaltungssystem für Lebensräume, auf der Grundlage der Systeme der Natur. Es geht darum, erst zu denken, zu beobachten, die Zeichen der Natur zu interpretieren und dann etwas zu machen. In der Agrar- und Ernährungswirtschaft heißt es immer, mach, 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 aber keiner denkt nach. Unsere Prinzipien, Techniken und Strategien sind alle sehr praktisch. Was sind das für Prinzipien? Nun, etwa die Unterstützung biologischer Vielfalt oder der Grundsatz, etwas so zu gestalten, dass es möglichst viele Funktionen hat. In einem Teich zur Wasserreinigung lässt sich zum Beispiel auch Fischzucht betreiben. Ein Gewächshaus, das an ein Wohnhaus gebaut ist, kann dieses auch heizen oder kühlen. Es dient nicht nur dem Anbau von Nahrungsmitteln, sondern auch der Aufbereitung von Grauwasser oder Dachwasser. Das ist funktionales Design. Aber wenn ich mal laut denken darf, auf meinen Reisen fahre ich ständig durch riesige, extrem stark bevölkerte Gegenden. Millionen von Menschen, vermutlich die meisten auf diesem Planeten, werden von monokulturell ausgerichteten Agrarsystemen ernährt.
Wenn ich dagegen eine Permakultursiedlung besuche, ist alles viel kleiner, intensiver, individueller. Rein intuitiv kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit dem, was in diesen Siedlungen funktioniert, auch die Menschen massensatt bekommt. Sie denken wohl an die riesigen Flächen, auf denen Mais, Weizen oder Soja angebaut werden. Aber die Menschen, die dort leben, essen das doch gar nicht. Die Erträge unserer auf Vielfalt ausgerichteten Farmen sind viel höher. Ich hoffe darauf, dass sich die Beziehung zwischen den Menschen und dem Ort, an dem sie leben, stark vertieft. Und es geht nicht darum, dass man in der Wildnis oder auf dem platten Land leben muss. Auf Kuba wurde der Großteil der Nahrung für die ganze Insel jahrelang in Städten angebaut. Auf kleinem Raum lässt sich eine Menge Nahrung anbauen. Es gibt auch hervorragende Lösungen für die Bewässerungsfrage. Die guten Beispiele sind also da. Die Technologien sind da, die Menschen sind da, die dafür zu arbeiten bereit sind. Es geht nur darum, dass man damit anfängt, dass man diesen Wendepunkt erreicht, diesen Gipfel des Bewusstseins. John, was für eine Anlage zur ökologischen Wasseraufbereitung haben Sie entwickelt? Ich nenne sie Ökomaschinen. Man kann damit Nahrung anbauen, man kann damit Abfall aufbereiten, toxische Substanzen entgiften. Ich stehe hier bei einem 45.000 Liter Klärbehälter. Wir pumpen die mittlere Schicht ziemlich fettiges Grauwasser in die Maschine, um es aufzubereiten. Eigentlich stellt man nur eine Reihe von Becken auf. Und in die pflanzt man die Intelligenz der Natur hinein. Ich hatte mir damals aus einer Handvoll Naturschutzgebiete die verschiedensten Lebewesen geholt und in Becken gegeben. Mir war klar, dass die Natur es versteht, mit fast jeder Chemikalie und jedem Molekül auf diesem Planeten fertig zu werden. Und wenn man Vertreter aller sieben Reiche der Biologie zusammenbringt, erhält man eine Ökomaschine, die in der Tat intelligent ist. Die Natur hat immerhin Hunderte von Millionen Jahren an Erfahrung vorzuweisen. So lässt sich Wasser, das noch vor drei Tagen für Menschen, Pflanzen und die meisten Tiere giftig war, derart aufbereiten, dass es nach den offiziellen New Yorker Richtlinien zum Schwimmen und zum Angeln geeignet ist. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, die Arbeitsweise der Natur zu verstehen. Und sie, wo es geht, für den Menschen nutzbar zu machen. Wir wissen alle, dass es schlecht um die Erde steht. Und ich frage mich, wenn es eine Organisation der vereinten Organismen gäbe, kurz eine und jeder Organismus stimmberechtigt wäre, würde man für unseren Verbleib auf dem Planeten stimmen oder nicht? Ich glaube, diese Abstimmung findet gerade statt. Ich möchte Ihnen sechs mykologische Lösungen vorstellen, also aus dem Reich der Pilze. Und die basieren auf Myzelien. Sie beschäftigen sich damit, ob sich mit Pilzen etwas gegen die prekäre Lage der Erde tun lässt. Ob wir durch eine symbiotischere Beziehung zu Pilzen Gifte abbauen können und dergleichen. Nur wenige Menschen wissen, dass Pilze und ihre feinen unterirdischen Fadengeflechte, die Myzelien, in praktisch allen Landmassen der Erde vorkommen. Erst langsam erkennt selbst die Wissenschaft, wie lebenswichtig diese Pilznetzwerke für unsere ökologische Stabilität sind.
these fungal networks are to ecological stability. So viele Lebensräume sind bedroht, die nur mühselig wiederhergestellt werden können. Doch Pilze können Gifte sehr schnell binden, wodurch sich die Biotope wesentlich schneller erholen, als das sonst der Fall wäre. Mit Hilfe von Austernpilzen lässt sich Rohöl aufspalten, welches mit Matten aus Menschenhaar aus dem Wasser gefiltert wird. Ob es sich um Verschmutzungen durch E. coli-Bakterien oder Industriechemikalien handelt, eine Vielzahl verschiedenster Schadstoffe kann von den Myzelien aufgefangen werden. Und die lassen sich dann entgiften. So wird ein Lebensraum wiederhergestellt. Sie betrachten diese Myzeliengeflechte ja als so etwas wie Gehirne. Was denken die denn so? Myzelien sind für mich das neurologische Netzwerk unseres Planeten. Sie stehen in ständiger biomolekularer Kommunikation mit ihrem Ökosystem. Etwa das fast 9000 Quadratmeter große Myzelium in Ost-Oregon. Cool an diesen Netzwerken ist, wenn sie es in einem Bereich mit etwas Krankheitserregendem zu tun bekommen, können sie darauf reagieren und ein Antibiotikum erzeugen. Und diese Information überträgt sich dann auf das gesamte Netzwerk. Das Myzelium, das Internet, die Neuronen, sie alle haben die gleiche Urstruktur, wie sie die Stringtheorie definiert. Und ich halte das nicht für einen Zufall. Das Myzelium hat diese Struktur entwickelt, unser Gehirn hat sie entwickelt, und die Erfindung des Internets ist nur die Konsequenz davon, dass wir ein erfolgreiches Modell wiederholen. Was ist bewusste Evolution? Bewusste Evolution ist die Evolution der Evolution, von der unbewussten zur bewussten Entscheidung. Ist der Mensch intelligent genug, um die Natur zu begreifen, den Prozess der Evolution zu begreifen? Wird er endlich aufwachen und merken, dass er sein eigenes Lebenserhaltungssystem durch sein Wissen kaputt macht? Etwa mit der Atombombe oder durch Umweltzerstörung. Wir wollen also der Tatsache ins Auge blicken, dass wir in die Evolution eingreifen, dass wir unser Leben zerstören können. Außerdem gibt es einen Hoffnungsschimmer, dass wir unsere Lebensweise weiterentwickeln können, dass wir mit der Natur kooperieren können. Wir könnten uns mit dem Prozess verbünden, der zu einem höheren Bewusstsein und mehr Intelligenz führt. Als Spezies entwickeln wir uns durch Krisen weiter. Wir hätten das Meer nie verlassen, wenn es dort nicht irgendeine Krise gegeben hätte. Wie etwa, es gab dort keinen Sauerstoff, also sind wir ausgezogen. Ich glaube, Krisen sind dazu da, um uns einen Schubs in die Richtung auf die nächste Entwicklungsstufe zu geben. Sehr interessant finde ich das Konzept von Peter Russell. Bei näherer Betrachtung verschiedener erfolgreicher Revolutionen, ob in Kultur, Gesellschaft oder im Bewusstsein, stellt er fest, dass sie innerhalb der linearen Zeit zunehmend schneller verlaufen. Die Entwicklung der agrikulturellen Revolution dauerte Tausende von Jahren. Dann kam mit der industriellen Revolution für ein paar Jahrhunderte das Industriezeitalter. Bis zum Informationszeitalter dauerte es nur noch Jahrzehnte. Jede Revolution beruht auf dem Zeitalter vor ihr. Peter Russell meint nun, wir könnten am Scheitelpunkt einer neuen Kultur- und Bewusstseinsrevolution stehen. Er spricht von Weisheitsrevolution oder Weisheitszeitalter. Wenn die Landwirtschaft nach Jahrtausenden da war, die Industrie nach Jahrhunderten, das Informationszeitalter nach Jahrzehnten, könnte in 2-3 Jahren die Weisheit Einzug halten. Sie erforschen übersinnliche Phänomene, weil Sie aufzeigen wollen, dass paranormale Effekte messbar sind und deshalb als real akzeptiert werden sollten. Was ist Ihr überzeugendster Beweis, Ihr schlagkräftigstes Argument dafür, dass solche Phänomene kein Humbug sind, sondern mit wissenschaftlicher Sorgfalt untersucht werden sollten? Diese Phänomene verdienen es, dass man sich ernsthaft mit ihnen befasst, weil die Menschen immer wieder davon berichten. Es gibt solche Effekte seit Anbeginn der Geschichte und sie verschwinden nicht, egal wie hochentwickelt unsere Kultur auch sein mag.
Und so hat es mich als Ingenieur und Psychologe gereizt, einmal mit wissenschaftlichen Methoden zu überprüfen, ob an ihnen etwas dran ist. Im Kern geht es darum, zu versuchen, ob man ein sehr leichtes System, etwa eine Feder, nur mittels seiner Gedanken manipulieren kann. Wir haben einen Zufallszahlengenerator gebaut, der wie eine Münze